Fabio, nach der Nazi-Pause geht Schlag auf Schlag. Am Freitag treffen wir auswärts auf der FC Wil. Zwei Spiele innerhalb von 5 Tagen. Wie gehen die mit dem Rhythmuswechsel um? Also, vor allem in der Nazi-Pause haben wir wirklich hart gearbeitet, an dem, was wir noch nicht so gut gemacht haben. Und ja, gestern haben wir schon den ersten Schritt gemacht, die ersten 3 Punkte geholt. Und jetzt am Freitag holen wir die nächsten 3 Punkte, indem wir die Woche jetzt im Rhythmus schön trainieren. Und dann holen wir die 3 Punkte am Freitag in Wil. Du hast angesprochen, wir treffen am Freitag auf Wil. Die Mannschaft von Alex Frey ist seit 7 Spielen sieglos. Was für eine Partie erwartet uns am Freitag? Es wird eine hart umkämpfte Partie, finde ich. Und wir dürfen sie nicht unterschätzen, obwohl sie jetzt 7 Spiele nicht gewonnen haben. Aber wir gehen dort an, um die 3 Punkte zu holen. Kommen wir noch zu dir. Das erste Meisterschaftsviertel ist mit dem Spiel gestern in Aarau beendet. Du bist 5-mal in der Startelf gestanden, bist 2-mal eingewechselt worden. Wie bist du zufrieden mit deinem persönlichen Start? Ich bin sehr zufrieden, dass ich jetzt so viel spielen kann. Und auch mit der Leistung bin ich zufrieden. Und ich hoffe, es wird einfach besser und besser. Super. Danke, Fabio. Bitte.